Servus. Mein Name ist Leon Goretzka. Ich bin am 6.2.1995 in Bochum geboren und habe 3 Geschwister. Bin jetzt 23 Jahre alt und freue mich, hier zu sein. Ich habe meine junge Karriere beim VfL Bochum gestartet, in den Jugendmannschaften und habe eigentlich alle Jugendmannschaften durchlaufen bis hin zu der Profimannschaft, habe da dann eine Saison in der zweiten Liga gespielt und bin dann für 5 Jahre zum FC Schalke gewechselt und bin jetzt hier. Schon auch irgendwo ein Ziel gewesen, mal irgendwann hier zu landen. Das ist natürlich schon der größte Verein in Deutschland und auch einer der größten Vereine der Welt. Ich freue mich in erster Linie, dass ich das erreicht habe und bin natürlich trotzdem auch sehr hungrig, mit dieser Mannschaft auch was zu erreichen. Am liebsten hätte ich natürlich die Nummer 8 gehabt, weil das meine Lieblingsnummer ist. Die war belegt und dann habe ich die nächstbeste genommen, wo eben auch eine 8 drin ist. Zudem hatte ich die Nummer auch schon beim VfL in meinem ersten Jahr und da habe ich auch schöne Erinnerungen dran. Dementsprechend konnte ich mich dann mit der 18 auch ganz gut arrangieren. Dadurch, dass ich ja viele Spieler oder eigentlich alle jetzt schon kannte durch die Nationalmannschaft, war der Einstieg relativ eigentlich gewohnt fast. So konnte ich mich quasi an die neue Umgebung erstmal gewöhnen, und aber mit bekannten Gesichtern. Wir möchten natürlich wieder Titel gewinnen. Ich glaube, das ist beim FC Bayern sowieso in der Pflicht. Da sind wir alle in der Pflicht. Und so möchte ich auch in die Saison reingehen. Ich möchte natürlich mich schnell etablieren und viele Spiele machen, viele gute Spiele machen und der Mannschaft auch helfen, die Ziele zu erreichen. Zustellen, zustellen! Tempo! Niklas Süle oder Dio Kimmich, die kenne ich ja schon seit ich 14, 15 bin. Und wir sind zwar alle irgendwie unterschiedliche Wege gegangen, aber am Ende alle hier gelandet. Serge zum Beispiel kenne ich auch schon genauso lange und ist irgendwie auch eine ganz coole Geschichte, dass wir quasi alle mal gemeinsam angefangen haben, in der Jugendnationalmannschaft zu spielen und jetzt im Endeffekt unser Weg hier gelandet ist. Alle so ein bisschen einen anderen Weg gegangen und jetzt haben wir uns hier getroffen und möchten zusammen unsere Ziele erreichen. Und deswegen ist schon, also zumindest für mich aus meiner Sicht, ein Stück weit eine romantische Geschichte. Bei mir spielt auch die Familie eine große Rolle und mit meinem Vater habe ich jetzt bis vor 4 Tagen noch zusammen gewohnt und da war er natürlich auch mal ein wichtiger Ansprechpartner für mich, der mich jetzt auch bei dem Weg bis hierhin begleitet hat, und das war ja alles dann im Endeffekt doch nicht so verkehrt, was er da mir geraten hat und wo er mich hingeführt hat. Und das sind so die Ansprechpartner, die mir da auch in der Vergangenheit immer sehr geholfen haben. Es war eigentlich, glaube ich, sogar mein erster Titel im Seniorenbereich. Und dann gleich mit der Nationalmannschaft war natürlich eine tolle Geschichte. Mir persönlich hat es auch sehr gefallen, dass quasi zum Start des Turniers viele den Kader kritisiert hatten und weltweit so ein bisschen Jogi Löw dafür kritisiert wurde, dass er eben da sozusagen nur die B-Mannschaft hingeschickt hat. Und dass wir dann damit so viel erreichen konnten und den Titel holen konnten, war, glaube ich, die passende Antwort. Und ich glaube, auch da haben viele Spieler ihre Chance genutzt, um sich da auch weiter zu etablieren. Und da habe ich mit Sicherheit auch dazu gehört. Mein Vater. Also der Erste, der mir da einfällt, ist Darius Wosch, weil er damals beim VfL gespielt hat und auch fußballerisch so ein bisschen rausgestochen hat in der damaligen Mannschaft. Die Nummer 10 hatte, auffälliger Spieler, schöne Tore geschossen. Und da ich gerne ins Stadion gegangen bin damals beim VfL, ist das so mein erster Gedanke gewesen. Störend in erster Linie. Und am Ende habe ich doch noch das Abitur geschafft. Also ich glaube, ich habe schon den einen oder anderen Lehrer in den Wahnsinn getrieben, aber zum Glück haben die Leistungen immer gestimmt und dementsprechend habe ich dann mich irgendwie durchgemogelt. Ich habe verschiedene Lieblingsessen. Ich habe auch vor einiger Zeit meine Ernährung umgestellt. Deswegen kann ich da leider nicht mehr komplett auf das Repertoire zurückgreifen, aber auch schon meine Oma väterlicherseits, die ist schon sehr begabt in der Küche auf jeden Fall. Vielfältig, schön und zu Hause. Servus, zählt das? Das habe ich schon benutzt, bevor ich hier war, deswegen. Strand. Ehrgeizig, zielstrebig.
Ausdauernd. 8. Grönemeyer. Fortnite. Habe ich auch, bin ein absoluter Serienfan. Ich würde sagen Sherlock Holmes und Suits. Ich habe keinen Berater, was meine Klamotten angeht. Das ist eine verdammt gute Frage, das sollen die Fans beurteilen. Servus. Servus.